Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer etwas besonderen Art und Weise unseres Streams, denn heute sind wir bei Live-Krimi Postmortem unterwegs. Sonst streamen wir für euch Videospiele, aber wir haben heute ein unbekanntes Paket bekommen, ohne Absender, wie ihr seht. Und wir wollen natürlich wissen, was darin enthalten ist und was man eigentlich von uns jetzt gerade erwartet. Ich würde sagen, starten wir einfach mal los, öffnen wir endlich dieses Paket. Ich habe ein bisschen Angst, Gott sei Dank seid ihr heute dabei. Und vielleicht können wir gemeinsam auf den Grund gehen, was uns dieser neue, unbekannte Absender mitteilen möchte. Und ja, welche Geschichte er zu erzählen hat. Ein Kuvert, eine Akte eines Gefangenen mit Fingerabdrücken. So, wir fangen einfach mal an mit dem Brief von LiveCreamy. Sehr geehrte Damen und Herren, dann gibt es noch einen persönlichen Zusatz. Eine Kriminologiestudentin einer teilnehmenden Universität arbeitet parallel zur Studie an einer begleitenden Seminararbeit. Sie wird im Zuge dessen sowohl Sie als auch Ihnen zugeteilten Straftäter interviewen. Ich würde jetzt einfach mal meinen, die liebe Dame oder Herr, der diesen Brief geschwärzt hat, hat ein bisschen mit der Tinte übertrieben und ist einfach mal quer drüber gefahren auch noch. So, wir haben ein psychologisches Gutachten. Das lese ich euch jetzt weiter vor. 1,83 groß, 95 Kilogramm schwer, braune Augen, trägt keine Brille. Also ich bin schon mal nicht, aber ich bin 1,36. Du hast braune Augen. Der Inhaftierte tritt höchst manipulativ auf. Es fällt ihm schwer, Verantwortung für seine Tat zu übernehmen. Er zeigt keinerlei Reue. Grenzen anderer Menschen werden nicht akzeptiert. Narzisstische Persönlichkeitsstörung und schwach ausgeprägte Psychose diagnostiziert. Intellektuelle Begabung weit über dem Durchschnitt. Der Inhaftierte präsentiert sich geistig und moralisch überlegen. Weitere Beobachtung unbedingt erforderlich. Interessant. Man, da steht 2000, also vielleicht ist 2000 ja ihr Alter, dann werde ich ungefähr 20. Vielleicht sollte man dann einfach, weil sie 20 ist, mit ihr in Kontakt treten. Man weiß ja nicht. Ich gebe noch kurz Zeit und trinke mal kurz einen Saftal. Was wir darauf genau sehen, weiß ich noch nicht. Das könnte vielleicht das Gefängnis sein von oben oder sein Lieblingsplatz oder aufgrund, da schaut es ein bisschen aus, als wären da irgendwie Stacheldrähte oder sowas drauf. Diejenigen, die unter euch Biologie studiert haben, haben generell gleich erkannt, dass es ein Luchs ist und keine Katze. Ich bin halt einfach die Hauskatzen gewohnt. Unschuldige Augen. Unschuldige Hände. Naja. Unsere Kriminologie-Studentin von der Universität, die daran teilnimmt, der werde ich nachher einfach noch ein E-Mail schreiben und werde euch dann vielleicht beim nächsten Mal berichten, was wir da mit ihr so kommuniziert haben. Anyway. Haben wir noch Ideen oder wollen wir aufs nächste Paket warten? Na, ich erwarte mir bitte nächstes Mal ein geschlossenes Kuvert. Da sind wir, LiveCreamy Part 4. Wir haben ein neues Paket, jede Menge Fragen, die uns quasi durch den Kopf gehen und bis jetzt kaum Antworten. Also ich hoffe doch, dass Paket Nummer 4 uns endlich die Hinweise liefert, mit denen wir weiterkommen. In dem Fall gibt es nämlich neuen Input, neue Gegenstände. Wir haben ja schon einige in dem Video vorgesehen. Und auch unsere Jasmin, allerdings Freundin, wie wir sie so nett nennen, hat auch eine neue E-Mail geschickt. Und ich glaube fast, dass vielleicht das Rätselslösung auch einer ihrer Hinweise in der E-Mail sein kann. Also ich bin sehr gespannt, was uns heute so in der nächsten Stunde erwartet und wie verzweifelt wir nach dieser Stunde sind, denn das letzte Mal waren wir nicht so erfolgreich wie die Male davor. Ja, lange geredet, kurzer Sinn. Die Niners schreit schon aufmachen, aufmachen. Wir können uns aber auch vorher die E-Mail anschauen. Das ist wie ihr wollt. Also aufmachen oder zuerst die E-Mail von der Jasmin.
Dann machen wir das Paket auf oder doch lieber die E-Mail? Dann machen wir die E-Mail. Na gut. Also, Technical Setup. Do it. So, heute mal mit vollem Studio im Hintergrund, denn heute sind wir mit limitiertem Equipment unterwegs. Und wir haben hier die E-Mail von der Jasmin. Im letzten Brief hat sie uns ja ihre Lebensgeschichte erzählt über ihren Vater, wenn wir uns richtig erinnern. Ihr Vater hatte ja quasi einen schlechten Start im Leben, beziehungsweise ja, ging es ihnen ja nicht so gut und ich glaube, er hat dann eine Bank ausgeraubt. Jetzt kommt quasi die nächste Nachricht von ihr und sie schreibt: Hallo Volume Games. Es war in gewisser Weise eine Befreiung für mich, dass ich diese Geschichte mal jemandem erzählen konnte. Sie hat sie zwar nicht erzählt, sondern schriftlich, aber nichtsdestotrotz. Ich habe oft geschwiegen, habe mich geschämt und so viele Freunde verloren. Nur wegen einem Vater, schon ein bisschen hart. Ich habe mich versteckt von den anderen, aber auch von mir selbst. Ja, das klingt schon ein bisschen spooky. Und ich habe Schutz gesucht, den ich zumindest teilweise in der Esoterik gefunden habe. Früher habe ich ja nicht viel von so etwas gehalten, aber wenn du plötzlich das Gefühl hast, dass dein ganzes Leben zusammenbricht, dann suchst du Halt. Und in diesem Halt hat mir die Esoterik gegeben. Ich habe einen kleinen Online-Shop, den ich neben der Uni betreibe. Also die liebe Jasmin hat einen Esoterik-Shop und ja, im Zuge dessen würde ich fast meinen, sollten wir vielleicht wechseln und vielleicht schauen, ob wir den Shop von der Jasmin finden zum Thema Esoterik. Eine Esotante, richtig. Mit Eso ist nicht Elder Scrolls Online gemeint. Und ich würde sagen, wir übertragen hier einmal kurz das Bildschirm, dann seht ihr euch selber im OBS und ich gehe in einen lustigen Chat. Und wir suchen mal. Mittlerweile wissen wir ja, dass die liebe Jasmin eigentlich Jasmin Jäger heißt. Esoterik. Hat schon mal vielleicht wer vorher gesucht. Ja, Xing, okay. Hochschule aktuell. DE Enstal. Esoterik Shop. Vielleicht finden wir dann noch mehr. Auf Pinterest. Mit Yogamatten. Tja. Alternativmedizin. Ich meine, das bringt uns gerade wenig weiter. Was sagt ihr dazu? Jetzt muss ich ihn wieder umschalten, sonst sehe ich euch nicht, was ihr so schreibt. So hier. Oder so. Streich Esoterik aus der Suche weg. Streichen wir mal Esoterik aus der Suche weg. Aber auch hier der liebe Google Translate. Sie hat noch was von Uni gesagt. Ich klicke jetzt einfach mal auf die Uni. Chemieverlesung. Tja, eine Jasmin Jäger, die Chemie impliziert. Wir haben auch noch ein lustiges Periodensystem, wenn wir uns noch richtig erinnern. Also vielleicht soll das diese ominöse Jasmin Jäger sein. Aber die hat eine Uni-Adresse. Schade eigentlich. Wär ein guter Tipp gewesen und wieder mal tappen wir im Dunkeln, was man uns hiermit sagen möchte oder ob es ein Hinweis sein soll. Die UV-Zahlen auf der AK haben wir natürlich auch noch, das ist vollkommen richtig. Wir haben nämlich einige Hinweise schon erhalten. Ich hole sie mal kurz ins Bild. Also zahlreiche, einerseits Liebesbriefe von unserem Freund aus dem Gefängnis. Und zahlreiche Gegenstände, und die es zu kombinieren gilt. Eines davon war, das habe ich schon wieder vertut, hier, die AK. Und auf die AK tauchen mit dem richtigen Licht Zahlen auf. Ich glaube, das ist mit der Kamera wieder mal nicht gut genug sichtbar. Nichtsdestotrotz steht hier 6-1-89-8. Aber auch hier wissen wir noch nicht, was man uns damit sagen möchte.
Also, ich bin wieder mal mehr fraglos, als ich euch Antworten liefern kann und würde sagen, wir schauen einfach ins Paket rein, ob ein Hinweis dabei ist, der uns weiterhilft. Denn ein bisschen Verwirrung ist okay, totale Verwirrung wollen wir ja nicht. Die Frage von Mito 6898. Es ist 6-1-89-8, wenn du es genau wissen möchtest. So, spann mich nicht länger auf die Folter hierzu, wir wollen doch nachschauen. So wie die Niners das schreibt mit Querstrich. Wir glaubten ja, dass das irgendeine Aktnotiz oder eine Seite sein soll oder ein Unikurs vielleicht, was weiß ich. Wir können ja viel improvisieren. Beim Buttermesser. Ja, das ist ein ganz scharfes Buttermesser heute. Aber es geht. Scharf. So, genug auf die Folter gespannt. Wir wollen schauen, was Paket Nummer 4 mit sich bringt. Und es ist ein Zettel. Gar nicht mal so viel. Dieser Zettel sagt uns, sehr geehrte Damen und Herren, beiliegend erhalten Sie, wie in den vorangegangenen Monaten, den an Sie gerichteten Brief der Justizanstalt. That's it. Kein langes Reden, kein gar nichts. Ja, Dankeschön, liebes Live-Krimi, für das Prüfen des Briefs. Natürlich gibt es auch noch ein Kuvert. Ohne Prüfsiegel. Und das war es jetzt wirklich. So, was mir noch aufgefallen ist, auch wenn es nicht vielleicht interessant ist, diesmal kam der Poststempel von Dachstein. Also, ich weiß nicht, wie die Briefmarkenauswahl zustande kommt, aber wir haben jetzt ziemlich viel Salzburg, Seewinkel, Dachstein, Österreich-Marken. Also, falls das kein Hinweis ist, zumindest bunte Briefmarken können sich Briefmarkensammler an uns melden. So, wir haben ein nicht mehr verschlossenes Kuvert, denn es wurde ja wieder mal kontrolliert. Und in diesem Kuvert finden wir unsere Hinweis Nummer 4. So, auch hier haben wir wieder alles entfernt. Auf dem Kuvert sehe ich sonst auch keine deutlich sichtbaren Hinweise. Und mit dem UV-Licht auch hier keine weiteren Hinweise erkennbar. So, wenn wir da jetzt mal so mal durchschauen, eine Visitenkarte einer Homepage, vielleicht ist das vitaopus.com mit einem interessanten Logo. Auch diese Karte, ich mache jetzt alles nur mit Schwarzlicht, weil ich einfach das Schwarzlicht cool finde und mir nicht denke, dass das nur für die Arbeiter, für die AK da sein kann. Auf jeden Fall mal ein Hinweis mit einer Visitenkarte, die wir nachgehen können. Wir haben ein Gemälde vom, was soll das heißen? Julianus Jose Tatator. Kann das irgendwer von euch besser lesen als ich? Julianus. Anus kann ich lesen. Er hat Anus gesagt. Also. Ein Heiliger oder auch nicht. Julianus. Das soll sicher Julianus und das soll Hospiator. Den werden wir vielleicht nachher auch noch googeln. Ob uns dieser Julianus hilft. Wir haben, den zweiten Teil der Horoskope. Das heißt, der Zeitungsartikel, den wir schon einmal bekommen haben, könnte jetzt vollständig sein. Wir wissen aber noch nicht genau, wozu und welcher Input. Und ein Brief von unserem
Briefwahl. That's it. That's all. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lass das Rätseln beginnen. Und ich beginne mit dem Brief von unserem Freund. Hallo, mein Freund. Ich darf das sagen. Ich hoffe, daran zweifelst du nicht. Wir sind aus demselben Holz geschnitzt, das spüre ich. Alles andere wäre eine große Enttäuschung. Ich hasse Enttäuschungen, sie machen mich wütend. Wieder Blick in die Zukunft. Ich kann sie verändern, auch du kannst sie verändern. Ich habe große Ziele. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Wer Spuren verfolgt, kommt ans Ziel. Aber tritt er in Fußstapfen, es sind große Fußstapfen. Wenn sie zu groß sind, muss man umkehren. Doch das Leben hat keinen Rückwärtsgang. Nutze dein Talent, sonst bist du nutzlos. Ich verachte nutzlose Menschen. Auch sie machen mich wütend. Die Wut macht mich stark. Sie erinnert daran, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und doch darf man den Überblick niemals verlieren. Es geht nicht um die Befindlichkeiten einzelner Individuen. Es geht um die Mission. Die Mission für eine bessere Welt. Meine Briefe werden kürzer, meine Zuversicht wird größer. Und sei dir sicher, dass du in meinen Händen gut aufgehoben bist. Ich weiß, was du alles für mich getan hast, vermutlich besser als du selbst. Oder wusstest du tatsächlich, dass aus Lucht der Quergiebel einer Kirche ist? Aus Lucht? Ich werde die Welt nicht im Stich lassen. Gib mir noch ein paar Worte Zeit, denn es ist niemals zu spät. Bis bald, mein Freund. Also aus Lucht steht da irgendwie ziemlich komisch geschrieben. Aus Lucht der Quergiebel einer Kirche. Ausflucht. Der Ausflucht. Vielleicht fehlen Buchstaben. Ja, es kommen immer wieder auch Anekdoten Richtung zu spät und spät, und auch die Briefe beginnen ähnlich, wenn ich das so sagen darf, ich darf das sagen, aber auch kein offensichtlicher Hinweis. Vielleicht fehlen überall Buchstaben und die ergeben was. In diesem Brief würde ein F fehlen. Dann schaue ich nochmal nach in den anderen Briefen, wenn du möchtest, lieber Hizo. Da war fabelhaft auseinandergeschrieben, sofern wir uns erinnern, im ersten Brief, dass mir da ins Auge gestochen wäre. Im zweiten Brief sehe ich aber auf die Schnelle nichts. Und im dritten Brief auf die Schnelle auch nichts. Es wäre natürlich eine interessante Theorie. Ich habe auch schon gedacht, wenn man die übereinander legt, ob da was rauskommt, aber nein. Schade, aber nein. So, gehen wir mal weiter. Wir haben hier noch unseren Zeitungsartikel, den wir jetzt vervollständigen können. Vorausgesetzt, wir finden den Counterpart, und da ist er auch schon. So, und wir sehen hier, abgesehen davon, dass da irgendwie ein Eckerl fehlt, weil ich es umgeknickt habe. Einen fertigen Artikel der Chronik vom September 2005. Und wie richtig entdeckt wurde, gibt es einen Mord mitten in Wien und einen Alarm im Freibad. Ich gehe mal davon aus, dass der Alarm im Freibad
nicht so interessant ist. Das Interessante ist, dass auch die Artikel nicht komplett zusammenpassen. Und da ein bisschen alles abgeschnitten ist, wenn ich mir das so anschaue. Wenn ich das hier dran halte, dann schade, aber fast schade, könnte es einen kompletten Artikel ergeben. In dem Fall mit Strich. Aber vielleicht können wir die fehlenden Worte trotzdem zusammenreimen. Also es musste ein bisschen ein Abstand sein. Und wir gehen mal davon aus, dass es sich um den Mord mitten in Wien handelt. Also, am gestrigen Mittwoch wurde im ersten Bezirk in der Nähe des Schwedenplatzes ein 43-jähriger Wiener ermordet. Hinweise auf den Täter gibt es noch keine. Gegen 22.45 Uhr entdeckten Touristen in einer dunklen Seitengasse der inneren Stadt die Leiche einer Frau und informierten umgehend die Polizei. Der Tatort wurde großräumig abgesperrt, auch die Spurensicherung war vor Ort. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge wurde die Frau erstochen. Nähere Informationen zum genauen Zeitpunkt der Tat gibt es noch keine. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, geht aufgrund der ersten Fortschritte aber von einem männlichen Täter aus. Laut erster Informationen handelt es sich bei dem Opfer um eine bekannte Astrologin, die in den vergangenen Monaten auch einige wahrscheinlich Fernsehauftritte hatte. Sie hinterlässt einen Mann und zwei Kinder im Volksschulalter, die psychologisch betreut werden. Pikant, der Täter hinterließ auf dem Unterarm des Opfers eine rätselhafte Botschaft. Mit dem Messer wurde das Wort Stultitia in die Haut geritzt. Ein Raubmord kann daher an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Wir müssen momentan davon ausgehen, dass sich der Täter sein Opfer gezielt ausgesucht hat, bestätigt ein Mediensprecher der Wiener Polizei, die weiter auf der Suche nach Zeugen sind. Sollten Sie Hinweise zur Tat haben, melden Sie sich bei der nächstgelegenen Dienststelle. Ja, wir haben ja letztes Mal, und ich habe schon wieder vergessen, Stultitia war doch irgendwas mit Hochmut oder Unwissenheit, oder Stultitia, Latein für Torheit, ja, Narrheit, Einfältigkeit. Also, weil sie offensichtlich an die Astrologie glaubt, ist sie einfältig. Was hier sehr interessant ist, ist, dass die Astrologin gestorben ist, dass jetzt noch hier in dem Fall von einem Mann und zwei Kindern die Rede ist. Zufällig die liebe Jasmin auch noch irgendwas geschrieben hat, dass ihr Vater irgendwie schlecht gegangen ist. Aber die Jasmin hatte geschrieben, dass ihr Vater und ihre Mutter doch noch zusammen waren. Und das war ein Banküberfall, also auch hier keine direkte Referenz, die uns jetzt gerade weiterbringt. Auf der Rückseite haben wir nach wie vor jetzt Horoskope. Wir haben noch den Wassermann. Sie sind heute sehr wissbegierig, um nicht zu sagen neugierig. Sie fragen nach, bohren, wollen alles wissen. Die Fische, sie wissen, wie sie heute die Dinge zu ihrem Vorteil geregelt bekommen. Sie haben die Fäden in der Hand. Da wieder freuen sie sich auf einen gemütlichen Feierabend. Sie sind mit sich zufrieden. Na, das trifft doch heute auf mich zu. Ein lästiges Mondquadrat macht sich etwas unleidig. Es besteht auch die Gefahr, dass sie irgendwas wird. Fortschritte, Erfolge, heute wohl ein Fremdwort. Alles kann ich nur raten. Der Mond macht Pause. Ja, so viel zu diesem wunderschönen Zeitungsartikel, der, und ich muss auch wieder mal sagen, mich jetzt nicht gar so direkt weiterbringt. Aber richtig, wir haben ja noch zwei Hinweise, mit denen wir weiterarbeiten können. Ja, wer die Frau umgebracht hat, wissen wir leider nicht, ob es ihr Mann oder sonst wer war. Nachdem das Ganze 2005 ist,
Vielleicht findet man hier auch was im Internet. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal der Visitenkarte nach und schauen, auf welche Webseite sie uns bringt. Was heißt Desktop an? Und wir tippen vitae-opus.com. Hui, na, wir wollen nur die Auswahl akzeptieren. Willkommen bei Vitae Opus. Das Logo ist zumindest mal das gleiche, allerdings steht das auf dem Kopf. Aha. Dann gibt es noch einen Link. So. Officio Fungi. In einer Zeit, in der jeder von uns ungeahnter Freiheit lebt, ist das System der Menschheit außer Kontrolle geraten. Nur wenige haben das bisher erkannt und es liegt nun an ihnen, den Absturz zu verhindern. Ich sehe mich als freiwilliger Helfer Gottes. Ich wurde auserwählt. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Es tut mir leid. Auserwählt zu sein ist kein Geschenk, es ist eine Verpflichtung, auch eure Verpflichtung. Ich weiß, was zu tun ist und ich werde mich nicht von diesem Weg abbringen lassen. Ich lebe nicht nach Gesetzen, ich lebe nach Geboten. Alles vom Menschen Erschaffene ist prinzipiell in Frage zu stellen. Nur Gott weiß, wie wir zu leben haben. Nur er kann uns auf den richtigen Pfad navigieren und nur er beurteilen, wann wir ihn verlassen. Viele unserer Artgenossen sind auf dem falschen Weg und führen unseren Planeten so in den Ruin. Homo homini lupus, was auch immer das jetzt heißt. Aber das können wir eigentlich mal translaten lassen. Ich bin leider nicht der lateinischen Sprache befähigt. Ein Mann, Wolf. Mhm. Interessant. Was auch immer ein Mannwolf heißt. Wo ist Victor? Wiegt aber nicht. Ja, da hast du vollkommen recht. So, sie können sich belehren lassen. Wissenschaftliche Argumente spielen für sie keine Rolle. Sie treten unser von Gott erschaffenes Leben mit Füßen und werden dafür bezahlen müssen. So will es das Gebot. Ich behaupte nicht, dass diese Mission eine einfache ist. Es bedeutet keine Genugtuung, Ungläubige im Schicksal zu überlassen, aber es ist meine Pflicht. Wir merken hier schon gewisse ähnliche Wörter, wie unser Brieffreund hier schreibt. Nemo prudens punit qua bla 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 bla. Kein Weiser bestraft jemanden und es gibt Sünde, aber wer würde nicht sündigen? Ich habe viel zu tun, ich bin längst nicht am Ziel, auch im Erfolg weiß ich, dass die größten Aufgaben noch vor mir liegen und deswegen brauche ich euch. Ihr wurdet auserwählt, aber alleine kann ich es nicht schaffen. Da kopieren wir gleich alles. So, das ist der höchste Schritt, den sie denken. Der Präsident kann ihnen zugutekommen, nicht dass sie reagieren können. Mhm. Nicht so sicher, ob Google Translate das richtig translatet, aber so mag das mal sein. Ja, es könnte sein, dass dieser Dude hier die Alte gekillt hat. So, das ist, wenn wir auf den Button hier klicken, dann kommen wir wieder auf die obere Seite. Also eigentlich tut sich hier sonst nichts. Auf dieser Homepage. Und die Cookie-Richtlinien sind ganz wichtig. Also wir kommen auch hier nur auf eine Homepage mit kryptischen Hinweisen, von denen wir ausgehen können, dass ein ominöser Victor einer Art Sekte angehört, würde ich jetzt fast sagen, der Meinung ist, die Menschheit gehört gereinigt, bevor sie uns in den Ruin führt. Das würde ein bisschen in die Richtung von unserem narzisstischen Freund hier gehen, der ja auch der Meinung ist, dass er sich eines höheren Berufes fühlt. Und
Ja, Astrologin und Stultitia weist auch wieder italienische, lateinische Anekdoten auf. Das heißt, vielleicht hat er auch schon die erste Dame hier gerichtet. Vielleicht ist er auch deshalb im Gefängnis, weil er jetzt unser Brieffreund ist. Man weiß es nicht, aber man könnte raten. Wir sollen im Quellcode nachschauen. Dann schauen wir noch im Quellcode nach. Der Quellcode ist sehr lange und mit viel Formatierung. Ich kann ihn euch noch mal kurz sharen und ihr sagt mir, ob sie hier was ergänzt. Ich nämlich nicht. So. Also es ist nicht obviously, dass da irgendwo jetzt ein Wort hinausspricht oder hinausspringt. Also man sieht hier nochmal den kompletten Text offensichtlich in der Twitter-Card. Hier nochmal der komplette Text. Irgendwelche Images in Display. JavaScript. Navigation Checkbox, Hyperlinks, End of Mobile Navigation, der eigentliche Text, bla 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 bla. Jo, das ist unser Seitenquelltext. Ich finde auch interessant das Logo, also es war jetzt auf der Homepage so positioniert, wenn ich das richtig sehe, das könnte ein, wenn das Buchstaben sein sollen, ich meine hier könnte man es als 2 interpretieren, das hier könnte man als 4 interpretieren, also 42, die Nummer der Sekte, doch nicht bei Anhalter durch die Galaxie. Also ich glaube, mit 42 ist dieses Logo relativ gut erklärt und ich bin gerade extrem stolz auf mich. Ich glaube, wir brauchen die Datum-Webseite. Vielleicht. Also Opus Vitae hat auf jeden Fall wieder mal was mit 42 zu tun. Witzigerweise ist der Mord an einer 43-Jährigen. Also wenn sie jetzt auch 42 gewesen wäre, wäre es verdammt geil. Ja, vielleicht ist das auch schon wieder der ganze Hinweis, den man uns geben möchte, dass per Anhalt dann mit 42 und der Mord mit Italienisch und Italienisch Hauptding waren wir nicht. Hizo, du weißt es doch, unsere Postkarte war doch auch aus Italien, oder? Ich habe es schon wieder vergessen, aber ich habe es schon aufgeschrieben, wenn ich meine Notizen finde. Nämlich, dass diese eine Postkarte aus Italien stammt. Aus Macerata. Und Macerata war doch auch Italien. Also Italien, Italienisch. Wir sind zwar trotzdem in Wien unterwegs. Aber könnte doch sein. Ja, darum hat der Mord war nicht reibungslos, weil die Dame mit dem Alter gelogen hat und 43 war nicht 42. Ja, das könnte durchaus möglich sein. Das letzte Mal haben wir mit diesen Hinweisen probiert, irgendwie aufgrund der Zahlen hier irgendwas hinzubekommen. Das hat uns wenig weitergebracht. So, ich gebe mal unsere Zeitungsartikel auf die Seite und Opus Vitae hilft uns jetzt gerade auch nicht weiter. Vielleicht doch, aber wir wissen es wieder nicht. Wir haben nämlich noch unseren Julius Anus. Guter Julianus, Rossi, was auch immer, Pochitachi, den ich jetzt schon ein bisschen angesaftelt habe. Und ich würde mal googeln, was wir zu diesem Julianus hier noch so finden. Der ist nämlich sicher auch dem Gott nicht fremd. Julianus Hospitator, da bitte. Haben wir ihn auch schon.
Zack, zack, da ist der Julianus Hospitator. Der Julianus Hospitator ist hier gezeichnet, sieht ungefähr aus wie auf unserem Bild. Auch Julian der Arme oder Julian der Gastfreundliche, Heiliger der katholischen Kirche. Der Herkunft des heiligen Julian ist nicht bekannt. Gelegentlich wird das heutige Belgien als seine Heimat angenommen. Sein Leben wird in Jakubus de Voranges Legenda Aurea geschildert und enthält Elemente der Ödipus-Sage sowie die Legenden der heiligen Eustachius und Christophorus. So soll Julianus unwissend seinen Eltern getötet haben und zur Buße eine Wallfahrt nach Rom unternommen haben. Anschließend ließ sich Julianus an einem Fluss entweder in Italien, Potentia bei Macerata, so ein Zufall aber auch, Macerata hatten wir doch schon, oder in der französischen Provinz Gard nieder und betrieb dort eine Herberge für Pilger. Auch soll er Kranke gepflegt und einer Fähre Reisende an das andere Flussufer gebracht haben. Also, man möchte uns wohl darauf hinweisen, dass der Julianus jetzt, oder möchte man uns darauf hinweisen, es könnte sein, dass unser lieber Freund hier eine Pilgerfahrt anstrebt nach Macerata. Wir haben so viele Unterlagen hier. Also Macerata konnten wir, glaube ich, letztes Mal noch bestimmen. Wir haben aber noch eine Postkarte, wo wir nicht wissen, was es ist, aber rein von der Geschichte könnte das ja jetzt vielleicht Post-Gard sein, oder wie ihm das jetzt gerade geheißen hat. Provenze Gard, französische Provenze Gard. Gardon oder Gard. Das schaut jetzt nicht komplett anders auf dem Foto im Internet aus, aber es könnte durchaus möglich sein. Also ist vielleicht unser Mörder, unser Brieffreund auf der Suche nach Buße, nachdem er seine Eltern getötet hat, wenn es denn wieder nach dieser Ödipus-Geschichte geht. Also hier haben wir so ein bisschen eine kleine Verknüpfung. Ja, auf Macerata ist die Sternzeichenuhr drauf. Welcher Typ war aus Macerata? Das ist nämlich jetzt genau die Frage, die wir uns jetzt stellen. Ich wäre der Meinung, nachdem das Paket ja von unserem Brieffreund kommt, die Frage ist immer, er schickt uns ja nur den Brief. Die Gegenstände sind ja, glaube ich, gar nicht von unserem Brieffreund, oder? Der Julius. Der Julius ist doch nach Macerata ins Exil gegangen. So hätte ich jetzt diese Geschichte interpretiert. Weil er seine Eltern getötet hat und dann hier auf Buße, Wallfahrt, Pilgerpfad nach Italien, Rom, und dann ist er in Macerata hängen geblieben. Also vielleicht dementsprechend Rom-Anekdoten mit unserem Vater Ödipus da, oder wie hat das jetzt, Vitae Opus, haben wir eigentlich gegoogelt, was Vitae Opus übersetzt heißt. Nämlich nicht. Vitae Opus heißt nämlich Lebenswerk, und die Officio Fungi heißt Büro. Also Lebenswerk. Nachdem wir mitbekommen haben, dass sie alle ein bisschen einen kleinen Gottkomplex haben und meinen, sie müssen das Werk Gottes erfüllen, könnte man damit auch sein Lebenswerk bezeichnen. Es könnte sein, dass der Sohn der Insasse ist und quasi der Sohn der Astrologin. Könnte sein, wir haben noch keinen direkten Hinweis dazu, aber ja, können wir darüber spekulieren. Was wäre wenn?
dann wäre seine Mutter getötet worden von einem eventuell religiös angehauchten, nachdem er, oder zumindest italienischsprachigen angehauchten Brief und Worte an sie gerichtet hat. Und was ist dann mit ihm passiert? Vielleicht hat er auch seine Eltern töten müssen, weil er irgendwas von Gott Bestimmtes tun muss. Also wir haben noch die Zeichnung von einem Ort, den wir noch immer nicht zuordnen können. Und auf der Rückseite unseren Lux, der ein Händel beißt. Und auch hier sind wir ein bisschen ratlos. Wir haben noch die Zahl auf der UV, wir haben noch viel eigentlich, wo wir nicht wissen, was wir damit tun sollen. Wir haben noch unser Weihnachtsdrama, bei dem wir an Kohlenmonoxid vergiftet wurde. Lesen wir uns das nochmal kurz durch beim Weihnachtsdrama und vielleicht geht es jetzt hier nochmal um die Szenen oder beziehungsweise um den Ödipus. Anekdote, denn die schrecklichen Szenen am Vorweihnachtsabend gingen so aus, dass eine dreiköpfige Familie, ein Sohn mit seinen Eltern, die Eltern im Schlafzimmer und der Sohn im ersten Stock und die Eltern wurden mit Kohlenmonoxid vergiftet. Das heißt, hier hätten wir jetzt noch unser Drama hinsichtlich der Eltern, die gestorben sind oder in dem Fall vielleicht nicht durch Zufall gestorben sind, sondern wie uns das Periodensystem verraten hat, durch CO, also Kohlenmonoxid. Das heißt, ich würde sagen, das Periodensystem und die Geschichte der Weihnachtsfamilie haben wir doch schon mal zusammengetan. Jetzt haben wir auch noch mit unserem Julianus eine Referenz auf Ödipus und das Töten der Eltern. Eine weitere Reise, die uns dann hier nach Mazarata geführt hat. Die 42, die ich mit dem Logo noch immer sehr nice finde, die uns per Anhalter durch die Galaxie referenziert und auch immer wieder jetzt in den Briefen bzw. in den Botschaften vorgekommen ist. Auch hier in der Zeitungsartikel vorkam und nur nicht beim Alter der älteren Frau schlagen wird. Also Zeitungsartikel tut man auch hier ein bisschen auf die Seite. Wir haben noch diese riesen Karte mit der Geschichte über das Küken, wo auch relativ häufig auf 42 mathematisch verwiesen wurde. Aber kennen wir die Antwort? Nein! Wir haben noch die Nummerncodes, wo ich nicht weiß, wo uns die wo weiterhelfen könnten oder sollten. Denn mit dem 61 irgendwas kommen wir nicht wirklich weiter. Wir können nochmal probieren, die Google-Suche anzuwerfen und die genannten Zahlen. Und ich kopiere sie mir jetzt einfach aus dem Chat raus, falls ich sie finde. Nein, finde ich nicht, weil wir schon so viel geschrieben haben. 61898, wo ist mein Licht? 61898/8, jawohl. Hier ist aber auch eine Schusswaffe. Wir haben bis jetzt nichts mit einer Schusswaffe irgendwie gefunden, oder? Irre ich mich hier. So. Ich glaube, dass wir hier mit der Google-Suche auch nicht wirklich einen Treffer hatten. Was Sex schließt, außer Mathematik. Tja. Es könnte auch sein, dass unabhängig davon oder abhängig davon, welchen Suchagenten man verwendet, unterschiedliche Ergebnisse bekommt. Also wenn ihr mit einem Hinweis auf ein anderes Ergebnis kommt, weil ihr selber googelt, dann please tell me. Es kommen immer wieder Referenzen auf Licht ins Dunkle. Ja,
Was haben wir noch? Wir haben hier nochmal den Brief oder beziehungsweise den Auszug aus der Akte, die uns nicht weiterhilft. Mit dem wir das letzte Mal schon festgestellt haben, dass er wieder ist, unabhängig davon, dass wir kein Horoskop hatten. Und das ist auch zufällig 2005 eingegangen und wir wissen ja jetzt, wenn das im Dezember 2005 ist, dass der Zeitung hier, Artikel hier auch von 2005 ist. Das heißt, September 2005, ein Mann mordet und ein Sträfling, der 2005 inhaftiert wird mit ungefähr 2 Monaten Delay, 3 Monaten Delay, September, Oktober, November, Dezember, 4 Monaten. Hat quasi, wäre das wahrscheinlich den Schluss, den wir jetzt ziehen könnten, oder? Was meint ihr dazu? Also inhaftiert Dezember 2005, eventuell Mord und gesucht 2005. Klingt nach einem normalen Prozess innerhalb von 4 Monaten. Sagen wir mal, es könnte sein, dass das hier so miteinander zusammenhängt. Womit sich mir nichtsdestotrotz noch die Frage stellt, wenn ich jetzt hier nach unten blätter, viele haben wir ja nicht mehr, nein. Also die Zahlen hier bleiben uns noch ein bisschen ein Rätsel und die Waffe. Die zweite Postkarte könnte jetzt Frankreich sein, will ich jetzt nicht ausschließen. Bin mir aber nicht sicher, ich bin geografisch ein Nudelag. Frankreich, oder eigentlich suchen wir jetzt, was hat mir gesagt, der liebe Hospitator, Provinz, französische Provinz Gard. In Maps. Tja, hilft uns auch nicht direkt weiter. Schon mal Bildersuche von der Postkarte gemacht. Ich glaube, die zweite hatten wir noch nicht gesucht. Ich bin aber auch zu dumm dazu, wenn ich ein Foto mache und dann, wie mache ich das? Ich mache jetzt einfach mal ein Foto von der Postkarte mit weniger Licht. Habe ich. Ja, man spricht immer von einer französischen Provinz Gard. Kopiere ich das mal kurz rein. So, hier steht das auf Wikipedia. Ihr habt da was gegoogelt. Was habt ihr gegoogelt? Google Image, aha. Ja, das Problem ist jetzt, wie kriege ich das von meinem Laptop drauf? Bild hochladen. Ich könnte einen Screenshot von der Kamera machen und dann hochladen. Ey, das ist schon wieder so fancy, dass es fancy ist. Also. So, ich mache euch hier jetzt einfach mal groß, halte das Bild jetzt auch nicht in die Kamera rein, so dass man es relativ gut sieht. So, dann muss ich das positionieren. Ein bisschen runter, vielleicht noch ein bisschen schiefer. Fancy, fancy. Das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ihr könnt das ja auch gleich selber mit googeln. Vielleicht habt ihr mehr Erfolg als ich mit meiner schiefen Art und Weise hier. Ich finde das nett, dass die Kamera sich autofokust. Und ich jetzt gleich gar nichts mehr von meinem Bild sehe. Bilder Google findet nur Steine und Meer.
Tja, wie gesagt, keinen Plan. Ob und was das hier sein könnte. Aber wir waren heute wohl nicht so erfolglos wie die letzten Male. Also es ist doch ein bisschen was weitergegangen, würde ich meinen. Aha, da wird im Chat einiges spekuliert. Lieber Chat, was spekuliert ihr? Pacewheel. Pacewheel ist die Lösung zur Postkarte. Oder wie? Gehört Pacewheel zu Französisch dazu? Stadt in Malta. Na, nochmal Italien zu Pi. Ja, das schaut ziemlich cool aus, würde ich fast sagen, lieber. Mit diesem Acting sie da und dieser lustigen Rundung hier drinnen. Sehr schön, sehr schön. Noch mehr Malta und Italien. Also, ich muss die Kamera wieder tunen. Wir nähern uns oder fokussieren uns hier rund um Italien. Das ist ein offensichtlicher zentraler Mittelpunkt hier. Main, meine Mandelfrucht auf Malta, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt noch was weitermachen sollten. Aber wir waren ein bisschen produktiver als sonst. Was mich noch ein bisschen irritiert ist, auf dieser, dem Brief das letzte Mal www.xxxyyy.at, weil Opus mit .com endet. Das ist eigentlich, wenn wir Vital Opus mit AT googeln, einfach nur so. Gibt es nichts, gut. Stultitia, Torheit. Vielleicht sind das auch nur Zwischenstopps. Von Malta, Italien, vorher Deutschland. Ich weiß zwar nicht, warum man nach Deutschland, Baden-Württemberg möchte, bevor man nach Italien fährt. Aber vielleicht musste man sich erst über das große deutsche Eck, über Umweg München, nach Italien absetzen. Die Map auf dem Brief ist auch noch... Ich glaube, das haben wir eigentlich als, hoffentlich als Deutschland identifiziert. Mit Recht München, aber ich weiß es nicht. Also für Italien ist es nicht stiefelförmig genug und ich finde eigentlich, ja, weiß ich nicht. Es hat auch jetzt wenig Ähnlichkeiten hier mit unserem spitzen Zipf hier in Malta, aber ich tue es euch trotzdem nochmal kurz rein, falls noch wer googelt und seht. Ja, beenden oder zumindest verknüpfen. Also ich glaube nicht, dass wir heute so schlecht unterwegs sind, aber es fehlen uns halt offensichtlich doch noch ein paar Hinweise. Und man muss ja dazu sagen, es kommen ja noch zwei Pakete. Man will uns ja nicht gleich alles verraten, man will uns ja absichtlich im Dunkeln lassen, damit wir nicht gleich alles auf einmal lösen. Ja, wir sind bei Paket 4 von 6, also insgesamt wären es ja 6 Pakete, die diese ganze Geschichte erzählen werden und uns unterhalten sollen. Fassen wir vielleicht noch einmal den heutigen Tag zusammen. Ein bisschen enttäuscht oder verwirrt oder ich weiß noch nicht, wie die Jasmin mit dem Aladdin da jetzt gemeinsam spielt. Also Jasmin hat uns erzählt, dass sie eine traurige Vorgeschichte hat mit ihrem Vater und Co. Ich weiß noch nicht, ob sie religiös angehaucht ist, um jetzt vielleicht auch in den Club von Vita Opus einzusteigen. Vielleicht sollten wir einfach nur mal 42 als Antwort schreiben auf Ihre Fragen. Also die Jasmin lässt uns ein bisschen im Dunkeln tappeln, habe ich den Eindruck. Nichtsdestotrotz konnten wir oder glauben wir,
hier ein bisschen Verknüpfungen herzustellen. Die erste Verknüpfung war, wir glauben generell einmal, dass dieser Victor von Vitae Opus irgendwas mit unserer Geschichte in Detail 42 und Italien und so weiter zu tun zu hat. Der liebe Victor könnte, ich hoffe es war jetzt Victor, war es Victor? Bevor ich jetzt den Schwachsinn sage. Ja, es war Victor. Dieser Victor, der klingt ja auch schon italienisch. Dieser Victor hat vielleicht einen Mord begangen, vielleicht auch nicht, und ist unser Sträfling, das wissen wir noch nicht so hundertprozentig. Nichtsdestotrotz ist dieser Victor sehr narzisstisch angehaucht wie unser Insasse. Er beschreibt vielleicht auch mit dem Brief über unseren Julianus den Ödipusweg und das Töten der Eltern. Das Töten der Eltern hatten wir in den einen Zeitungsartikel mit Kohlenmonoxid, das auch im Periodensystem vorkommt. Und wirklich offen bleibt uns jetzt noch unsere AK mit diesem Nummerncode, wie auch vielleicht der Lux mit dieser Hintergrundgeschichte. Ja, was konnten wir noch für Verknüpfungen herstellen? Wir glauben, dass der Mörder mit dem italienischen Hintergrund vielleicht auch unser Insasse eben ist, aufgrund der Zeitspanne 2005 und Inhaftierung 2005 und aufgrund der Wortwahl in den Briefen. Ansonsten haben wir leider nicht viel Informationen aus den Briefen herauskitzeln können bis jetzt, weder aus den Briefen von unserem Häftling noch aus den Briefen von Juli, Jasmin, warum sage ich Julia? Jasmin. Es dreht sich aber offensichtlich alles um die 42. Habe ich was vergessen, lieber Chat? Was meint ihr? Die Domain ist noch ein Rätsel. Welche Domain? Du meinst die Internetadresse, die vielleicht unten mit www.xxxy steht? Ja, auch die ist noch ein bisschen ein Rätsel. Mit den Sternzeichen und der Astrologin. Ja, wir kommen immer mit den Sternzeichen nicht weiter. Ich dachte mir eigentlich, dass dieses xxx-yy irgendeines von diesen Sternzeichen-Daten sein soll, aber wir haben letztes Mal meiner Meinung nach alle Daten ausprobiert. Ich kann nochmal probieren, xxx-yyy einzutragen, nochmal als Sternzeichen durchzuprobieren. Mach mal Jungfrau. Aber Jungfrau haben wir garantiert letztes Mal gemacht, weil das war 23.08. bis 22.09. Wenn wir nach dem Geburtsdatum eben unseres Verbrechers hier gehen, müssten wir eigentlich den 2.4. nehmen. Der hat jetzt hier eben als wieder wäre, aber ich probiere gerne alles nochmal aus. Also ich mache jetzt www-, tue ich noch live schalten, damit ihr auch mitschauen könnt. Aber ich fürchte fast, das wird nicht viel verwirren. www, die Jungfrau wäre 2308-2209.at. Da tut sich nichts. Probieren wir mal sein Geburtsdatum. Sein Geburtsdatum wäre 0204-1984. Auch hier haben wir keinen Treffer. Die neuen Informationen wären ja eigentlich jetzt der Wassermann mit 2001-1802. .at, das uns nicht weiterhilft. Die Fische mit 1902-2003.at. Ach, da war jetzt ein Punkt zu viel dabei. Gut. 1902-2003 auch nichts. Den wieder mit
21.03.2004. Den Stier mit 21.04 bis 21.05. Und zu guter Letzt noch der Zwilling. 22.05. 21.06. Nein, also damit sind wir einmal durch mit allen Daten. Ja, wir haben extra nachgeschaut, aber das hat uns wenig weitergebracht. Die Tat war am, das ist berechtigt, aber die Tat steht nicht da, da steht nur da, dass die Tat, aber offensichtlich gestern, also muss gestern September und das wäre dann für August 31.8. 31.8.2005 sein, aber auch 31.8.2005 bringt uns leider nicht weiter. So, was könnten wir sonst noch mit dem Bindestrich auffüllen? Das Periodensystem bringt uns wenig, der Benediktianer ist jetzt auch wenig, das Familiendrama auch wenig. Mein Familiendrama könnte man auch, da steht das Jahr nicht dabei, also bringt es uns wieder wenig, dass wir den 23.12. 19 Uhr, 1914 vielleicht mal ausprobieren, falls hier eine Zahlenkombi gemeint ist. Also 23.12. um 0914 ging der Notruf ein. Aber auch hier tappen wir im Dunkeln. Ja. Leider, leider mit den Bindestrichen kommen wir nicht wirklich weiter. Opus hätte sich angeboten, aber Vitae hat schon wieder einen Buchstaben mehr. Die Zahlenkombo hier war ja auch größer, glaube ich, als. Ja, sind auch viele Buchstaben, 6, 1, 8, 9. Aber wir müssen uns auch noch was fürs nächste Mal aufbehalten, sonst wäre es ja langweilig. Ihr sollt ja auch noch die nächste Zeit ein bisschen grübeln, so wie ich. Und vielleicht kommen wir noch auf das eine oder andere drauf. Ich würde meinen, sonst gibt es spätestens in einem Monat wieder das nächste Paket mit neuen Inhalten, neuen Hinweisen, neuen Verknüpfungen, die uns dann vielleicht erst möglich gemacht werden, denn bis jetzt bin ich der Meinung,